Der Preis für Uran ist nach Fukushima stark gefallen. Jetzt steigt er aber wieder und mit ihm die Uranaktien. Kommt jetzt die große Renaissance der Kernenergie? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Immer mehr Anleger interessieren sich für Uran. Das hier habe ich zum Beispiel gefunden unter einem Beitrag von meinem geschätzten Kollegen Sebastian Hell. Sebastian Hell hat den YouTube-Kanal Hell investiert, der im Übrigen auch sehr empfehlenswert ist. Und der Zuschauer schreibt hier: Ein Video zu Uran wäre cool und wo man es denn kaufen könnte. Denn auf Trade Republic ist das leider nicht möglich. War wahrscheinlich einfach ein bisschen unglücklich formuliert, aber trotzdem, um es klarzustellen hier: Nein, wir können als Anleger kein physisches Uran kaufen. Nicht als Barren, nicht als Münzen und noch nicht mal bei Trade Republic. Täten wir es, dann würden wir damit verstoßen gegen zig Gesetze wahrscheinlich und Atomwaffenkontrollvertrag und so weiter. Und es macht auch nicht viel Sinn. Sie können damit nicht beim Bäcker zahlen. Für Schmuck ist es auch nicht geeignet. Kommt immer darauf an, natürlich, wie Sie zu Ihrer Frau stehen. Aber unterm Strich hat sich auch das nicht durchgesetzt. Wenn wir also profitieren wollen von einem steigenden Uranpreis, dann tun wir das als Anleger in der Regel über Uranaktien. Die Aktien von Uranproduzenten. Und ich gehe jetzt hier heute so vor: Wir machen heute im Video die Situation bei Uran, also wie entwickelt sich das gerade, kriegen wir jetzt den großen neuen Kernenergieboom, und die passenden Aktien, die gibt es dann im nächsten Zukunftsmärkte-Report von uns. Die Reports sind gratis natürlich, wir werden da verschiedene Uranaktien besprechen, auch Kazatomprom natürlich und Cameco, die beiden Uranriesen sozusagen, aber auch andere interessante Aktien aus dem Bereich, unter anderem eine aus China. Die Reports kann jeder lesen auch. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Ja, ich war schon als Kind ein Klugscheißer und hilft mir jetzt auch in meinem Job ungemein. Und ich habe mich als Kind oder Heranwachsender, wie auch immer, exzessiv beschäftigt, zum Beispiel mit Atomenergie. Ich fand das sehr interessant und faszinierend und nützlich auch. Und ich war damals Kernenergiebefürworter. In einer Zeit, wo meine Klassenkameraden nach Wackersdorf busladungsweise auf die Demos gekarrt worden sind. Ich stand also ziemlich allein da mit meiner Meinung, und irgendwann kam dann auch Tschernobyl und ist mir da um die Ohren geflogen. Heute sehe ich die ganze Sache relativ neutral, aber zwei Dinge habe ich mir doch gemerkt. Das erste: Dadurch, dass ich damals ausnahmsweise zufällig mal relativ gut informiert war, ist mir zum ersten Mal auch aufgefallen, wie das so läuft mit der öffentlichen Meinung. Was da teilweise verzapft worden ist zur Kernenergie von beiden Seiten, das war schon unglaublich und war auch sehr lehrreich. Und das Zweite, das ist die Frage, ob wir mit unserem Ausstieg nicht auch ein bisschen was verloren haben als Land. Es gab damals ja so interessante Technologien, auch wie der schnelle Brüter zum Beispiel. Der hat Strom erzeugt, hat gleichzeitig aber auch aus nicht spaltbarem Uran 238 spaltbares Plutonium gemacht, aus dem man dann wieder hätte Strom produzieren können. Also fast schon ein Perpetuum mobile. Oder noch besser, der Thorium-Hochreaktor. Der hat das gleiche mit Thorium gemacht, und Thorium kommt ja in der Natur viel öfter vor als Uran. Also wirklich spannende Technologien alles in allem. Man hätte dafür dann aber natürlich, und das ist die Kehrseite, man hätte dafür Wiederaufarbeitungsanlagen gebraucht, sowas eben wie in Wackersdorf. Man hätte also mehr Risiken gehabt noch mit der Technologie und deutlich mehr Atommüll.
Andererseits Bayern, damals unter Franz Josef Strauß, Bayern hätte dann auch irgendwann Zugriff gehabt auf waffenfähiges Plutonium und hätte dadurch dann auch endlich die Weltgeltung bekommen, die es verdient. Aber wie auch immer, seit Fukushima ist das Thema durch, bei uns. Die Reaktortypen werden natürlich weiterentwickelt, aber nicht mal bei uns, sondern eben hauptsächlich in China und in Russland. Fukushima war die große Zäsur. Viele Länder haben dann angekündigt, sie werden aus der Kernenergie aussteigen. Und der Uranpreis ist dann auch stark eingebrochen. Er erholt sich seit einiger Zeit wieder, weil man eben sieht, es gibt auch Länder, nicht nur Länder, eben die Kraftwerke abschalten, sondern auch solche, die neue Kernkraftwerke bauen. Das ist der Langfristchart. Grafik ist von Cameco. Das Blaue ist der Spotpreis von Uran, das Graue sind die Preise, die vereinbart worden sind für längere Lieferverträge. Fukushima war 2011. Die Kursspitze, die war aber schon 2008 bis zur Finanzkrise. Da haben wir gehabt Preise von bis zu 135 Dollar. Das war wahrscheinlich eine spekulative Übertreibung, was man auch daran sehen könnte, dass die Spotpreise da weit hinausgeschossen sind über die Preise für die langfristigen Lieferverträge. Danach eine Korrektur, aber auch wieder relativ zügig eine Erholung, immerhin schon fast wieder auf 80 Dollar. Und dann aber die Katastrophe von Fukushima. Und da geht es dann endgültig bergab mit dem Uranpreis bis auf unter 20 Dollar im Jahr 2016. Hier jetzt aber die letzten 5 Jahre. 2016 war es tief erreicht, seitdem geht es wieder nach oben. Im Sommer jetzt nochmal ab Sommer eine kleine Korrektur, aber wir sind trotzdem jetzt schon wieder auch bei 30 Dollar. Und was auch interessant ist, es gibt auch immer mehr Investmentnachfrage und spekulative Nachfrage. Aber die Spotpreise sind trotzdem immer noch unter den langfristigen Lieferpreisen, also schon länger, was auch immer gut ist. Und immer mehr Analysten sagen eben jetzt auch, da geht noch was beim Uranpreis. Das erste ist nämlich schon mal, die Stromproduktion aus Kernenergie, die ist gar nicht so gefallen, wie man das erst befürchtet hat. Hier haben wir eine Grafik von der Internationalen Atomenergieagentur. Das ist die globale Stromproduktion aus nicht fossilen Energiequellen, außer Wasserkraft. Die haben sie hier vergessen und ein paar andere kleinere auch. Also blau Kernenergie, grün Windenergie, gelb Sonnenenergie, grau Sonne und Wind zusammen. Die holen natürlich stark auf. Aber bis jetzt und bis auf Wasserkraft ist Kernenergie immer noch die wichtigste nicht fossile Quelle für die Stromproduktion weltweit. 2012 haben wir natürlich den Fukushima-Knick gehabt, aber seitdem steigt das Ganze schon wieder. Und auch die Uran-Nachfrage ist jetzt wieder auf dem höchsten Niveau seit Fukushima. Dann, wie schon gesagt, viele Länder planen neue Kernkraftwerke. Das sind kleinere Länder wie Bangladesch oder die Emirate, aber eben auch Türkei, Russland, Südkorea und vor allem China. China hat einen sehr hohen Stromverbrauch, der auch weiter steigen wird. Und außerdem will ja auch China Klimaziele erreichen. Und da hat man eben auch im letzten Fünfjahresplan neulich bestätigt und bekräftigt, das schafft man nicht allein mit alternativen Energien. Eine wichtige Säule von dem Ganzen bleibt die Kernenergie. Und was noch dazu kommt, China will eben auch in der Kernenergie aufsteigen zu einem technologisch führenden Anbieter. Darum wird das Ganze auch stark gefördert. Auch neue Reaktortypen, eben zum Beispiel der gasgekühlte Hochtemperaturreaktor, zum Beispiel in Shandong, der ist jetzt in Betrieb gegangen. Und in China sind insgesamt in Betrieb jetzt Kernkraftwerke mit einer Leistung von 51 Gigawatt. Das Ziel bis 2025 sind 70 Gigawatt. Das meiste davon ist auch schon im Bau. Und das Ziel bis 2035 sind 150 Gigawatt. Also nochmal 100 Gigawatt oder 100.000 Megawatt auf das, was man jetzt hat, obendrauf. Und wenn man davon ausgeht, dass ein Reaktorblock jetzt so 1000 Megawatt hat von den neuen Kraftwerken, dann wären wir theoretisch bei 100 neuen Kraftwerken über den Daumen gepeilt. Ist aber auch nicht so wichtig, entscheidend ist ja sowieso die Leistung. Ein kleiner Schönheitsfehler an dem Ganzen. Es ist natürlich komplex, sowas hochzuziehen. Bis jetzt hat China seine Ziele auch noch nicht ganz erreicht.
Also Ende 2020 hätten es zum Beispiel schon 58 Gigawatt sein sollen, nicht 51. Und auch China hinkt hinterher stark bei Zwischenlagern und Endlagern für Atommüll. Das Problem hat ja irgendwie jeder. Und bei der Kraftwerkskapazität, wenn man so viele Kraftwerke hinstellen will, dann braucht man natürlich große Endlagerstätten. China ist aber trotzdem das Paradebeispiel für diese kommende nukleare Renaissance, von der viele reden, vor allem eben auch die Uranminenbetreiber natürlich. Das Problem ist, die reden davon aber auch schon ziemlich lange. Und jeder redet immer von den Kraftwerken, die neu dazukommen, aber keiner redet von den Kernkraftwerken, die vielleicht abgeschaltet werden demnächst. Die größten Kernenergienutzer momentan sind immer noch die USA und Frankreich. Und da kann man das Ganze relativ schwer abschätzen. Neu gebaut wird da so gut wie nichts. In den USA ist es ein Reaktor mal neu in Betrieb gegangen, der irrwitzig viel Geld gekostet hat, wo die Kosten explodiert sind, der sich nie rechnen wird wahrscheinlich. Und der Kraftwerksbestand ist alt. Die wichtigste Frage sowohl in den USA als auch in Frankreich wird die sein, gibt es für diese alten Kraftwerke Betriebsverlängerungen? Frankreich ist ja an sich kernenergiefreundlich, bei den USA ist vieles noch unklar. Joe Biden will natürlich massiv investieren in Klimaschutz, die Frage ist nur mit Kernenergie oder doch ohne Kernenergie. Insgesamt glaube ich, wird dieses ganze Thema mit Renaissance der Kernenergie überschätzt. Ich glaube aber auch nicht, dass es für einen Uranpreis darauf wirklich ankommt. Die Risiken für Kernenergie natürlich langfristig, das ist, wie entwickeln sich die Preise für andere Energieformen, also Solarenergie wird ja immer billiger zum Beispiel, dann billiges Erdgas auch in den USA, das war auch ein Problem die letzten Jahre für Kernenergie. Dann, welche anderen Technologien kriegen wir noch in dem Bereich, aber das ist alles erstmal Zukunftsmusik. Kurz- und mittelfristig würde ich sagen, wir haben eine stabile bis wachsende und stetige Nachfrage. Und wir haben eben tatsächlich einige Länder, die jetzt stark auch neu auf Kernenergie setzen und da stark investieren wollen auch. Und ein Vorteil ist, das hängt eben auch nicht vom Uranpreis ab. Die Kraftwerke sind so teuer, da spielt der Uranpreis gar keine Rolle. Die kaufen Uran auch dann, wenn er sehr hoch ist. Wichtiger ist das Angebot. Und da muss ich sagen, die meisten Uranproduzenten, die machen ja beim aktuellen Uranpreis immer noch Verluste. Und allein von den börsennotierten Uranunternehmen, da sind in den letzten 10 Jahren 400 verschwunden. 400 verschwunden oder übernommen worden, weil sie es nicht geschafft haben bei dem niedrigen Preis. Wir haben außerdem die Situation, dass die beiden großen Produzenten, also Cameco und Katz Atomprom, die haben ihre Produktion gedrosselt, damit sich das Angebot auch ein bisschen verknappt. Das hat auch schon gewirkt. Und was noch dazu kommt, weil der Preis lang gefallen ist, haben die Stromversorger das mit den Lieferverträgen ein bisschen aufgeschoben. Das müssen sie im nächsten Jahr nachholen, die langfristigen Verträge. Also die reale Nachfrage wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren steigen. Was man aber eben auch sagen muss, es gibt eben immer noch viele, viele Produzenten und auch viele, viele neue Projekte, die jetzt noch in der Luft hängen. Und wenn der Preis jetzt aber zu stark steigt, dann kommt auch das alles früher oder später auf den Markt. Die scharren ja jetzt schon alle wieder mit den Hufen. Und eigentlich ist Uran eben auch nicht wirklich knapp. Und wenn der Preis jetzt steigt und wenn die Nachfrage steigt, dann wird es genug Angebot geben, früher oder später, dass das dann auch abdeckt alles. Und insofern, meine Vermutung ist, ja, der Preis wird steigen die nächsten 2-3 Jahre, aber er wird nicht durch die Decke gehen, weil viele neue Projekte eben in Reserve sind. Das wird das Ganze deckeln. Die Preise von vor Fukushima, so 70, 80 Dollar, das glaube ich nicht, dass die so schnell wiederkommen. Ich kann mir aber gut vorstellen, in nächster Zeit 40 Dollar, vielleicht sogar 50 Dollar. Und das wäre auch schon ein Anstieg um 33-66% vom aktuellen Niveau. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt ja auch spekulative Nachfrage, also von Hedgefonds oder von irgendwelchen Uran-Investment-Vehikeln und solche Geschichten, auch die könnte wieder steigen jetzt.
Und das Ganze, wenn man da investiert, ist auch noch unabhängig von der Konjunktur. Weil, wenn so ein Kernkraftwerk erstmal da ist, dann muss es auch laufen und da braucht man dann auch Uran. Völlig konjunkturunabhängig. Und das heißt, für Anleger würde ich sagen, Uranaktien sind interessant. Es gibt aber große Unterschiede. Es gibt viele, die dem Uranpreis schon vorausgelaufen sind jetzt. Es gibt auch einige, die wahrscheinlich schon überhitzt sind. Viele sind auch defizitär, haben wir gehört. Die steigen natürlich besonders stark wahrscheinlich, wenn Uran jetzt wirklich anzieht, aber trotzdem besser dran ist man mit den Aktien von den eher stabilen Uranproduzenten und von denen, die eben auch noch halbwegs fair bewertet sind. Da hat man einfach weniger Risiko. Unterm Strich ist es aber ein spannender Sektor und wie gesagt, im nächsten Zukunftsmärkte-Report, da stellen wir Ihnen ja ein paar Uranaktien vor. Und damit können Sie das Ganze eben auch ein bisschen besser einschätzen. Mit Kennzahlen und wie die Aussichten eben sind und wie die Firmen dann eben auch finanziell dastehen. Das ist ja auch immer wichtig. Darum nicht vergessen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, jetzt eintragen www.zukunfts-märkte.de. Und wenn das jetzt aber nicht reicht und wenn Sie jetzt doch sagen, ich will aber doch physisches Uran und Trade Republic lässt mich da völlig im Stich und die Sparkasse hat mich auch wieder heimgeschickt. Schreiben Sie doch einfach mal eine Mail an Ali Akbar Salehi. Das ist der Chef der iranischen Atomenergiebehörde. Ob er ein bisschen Uran für Sie übrig hat, das hat er bestimmt. Im Iran laufen die Zentrifugen auf Hochtouren. Und Ihr Leben als Anleger kriegt dann auch wieder, wenn Sie das machen, richtig Pep. Wir sehen uns in Guantanamo. Noch mehr freue ich mich aber, wenn wir uns nächste Woche wieder ganz normal sehen, mit Ihnen in Ihrer gewohnten Umgebung, mit dem nächsten spannenden Thema zu Finanzen und Börsen. Bis dahin bleiben Sie gesund, alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen.